Der Mensch hat die Eigenschaft, die Vergangenheit linear in die Zukunft fortzuschreiben und sich eben diese Zukunft ähnlich vorzustellen wie die derzeitige Gegenwart bzw. die kürzliche Vergangenheit und zu glauben, ja, es wird schon sehr ähnlich sein in der Zukunft, aber es wird nicht sehr anders sein in der Zukunft. Und ich glaube, das ist genau das Problem, das derzeit die Märkte haben, denn sie sind mit Trendbrüchen konfrontiert. Auf der einen Seite mit dem Trendbruch Corona, der aus einem deflationären Zeitalter ein inflationäres Zeitalter gemacht hat, der aus einem Globalisierungszeitalter ein Deglobalisierungs- oder Entglobalisierungszeitalter gemacht hat, und damit gehen Paradigmenwechsel einher. Ein Paradigmenwechsel ist der Glaube, dass Notenbanken allmächtig sind, weil sie ja Geld drucken können. Jetzt kommen wir in eine inflationäre, stagflationäre Phase, wo eben das Gelddrucken der Notenbanken nichts mehr nützt, sondern kontraproduktiv ist, und die Notenbanken dann gezwungen sein werden, in eine ohnehin sich abkühlende Wirtschaft eben durch den Preisdruck, durch den Kostendruck, der da besteht, der weitergegeben wird durch die ganzen Ketten bis zum Konsumenten. Dann müssen die Notenbanken reagieren, die Geldpolitik straffen, um die Teuerungsspirale irgendwie anzuhalten. Das tun sie in eine ohnehin sich abschwächende Wirtschaft, weil eben zu wenige Güter da sind bei der derzeitigen Nachfrage, und das sorgt dafür, dass wir sozusagen eine machtlose, eine hilflose Notenbank erleben, die zwischen Pest und Cholera wählen muss und dann eben die Cholera wählt und sagt, okay, wir wissen, dass die Wirtschaft sich abschwächt, aber wir müssen dennoch die Geldpolitik straffen. Und das trifft dann all jene Firmen, all jene Aktien, die besonders gut laufen, wenn Geld nichts kostet, wenn wir deflationäre Zeiten haben. Das trifft also Tech-Unternehmen, und es trifft vor allem unprofitable Tech-Unternehmen. Und da ist eine Dame besonders gefährdet, die Sie vielleicht kennen. Es ist Cathie Wood, dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Dinge doch mal an. Etwa hier die Neue Zürcher Zeitung. Anleger müssen vorsorgen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Die Argumentation der Notenbanken, der Teuerungsschub sei nur vorübergehend, bekommt zunehmende Risse. Ja, ziemlich zunehmende Risse. Der beginnte praktisch zu Staub zu zerfallen, geradezu zu implodieren, möchte man sagen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Erdgaspreise anschaut, heute wieder 7,5%. Europäisches Erdgas schießt geradezu durch die Decke, mal das Ganze in Relation zu setzen. Wir haben jetzt einen Anstieg von ca. 900% im Vergleich zum Durchschnittspreis des Jahres 2000. 900%, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass die Strompreise in Deutschland wieder gestiegen sind. Year ahead baseload power up. Also hier praktisch die Strompreise, die als Future gehandelt werden an der Strombörse in Deutschland. Das sind natürlich enorme Entwicklungen, die wir hier sehen. Die Energiepreise sind sehr wichtig für die Berechnung der Inflation, sind ein Preistreiber. Die Firmen müssen diese Kosten, die sie durch Energie haben, weitergeben an die Konsumenten. Die Konsumenten fordern höhere Löhne, und so geht eben diese Preisspirale dann vonstatten. Wir sehen, dass jetzt etwa zum Beispiel Crude Oil oder das Öl insgesamt den höchsten Stand seit 2014 erreicht hat. Wir sehen aber eben vor allem Gas, wie wir gesehen haben, die Erdgaspreise schießen durch die Decke. Offenkundig sind jetzt Rohstoffhändler, praktisch professionelle Händler, Handelshäuser, könnte man sagen, von Rohstoffen, die kriegen jetzt teilweise Margin Calls, weil sie short waren, weil sie gedacht haben, hey, das Ding kann nicht weiter steigen, aber es kann weiter steigen. Vielleicht ist der heutige Move auch dadurch zu erklären, dass da ein Short Squeeze stattfindet, eben von Profi-Investoren, die jetzt praktisch auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und ziehen wir jetzt mal die Basiseffekte weg. Das ist ja das, womit die Notenbanken argumentieren. Guckst du, letztes Jahr war ja irgendwie Deflation, da hatten wir Corona, hatten wir Lockdown. Klar, dass da die Preise fallen, dass jetzt die Preise deutlich höher sind, wo wir überwiegend keinen Lockdown mehr haben, ist doch kein Wunder. Aber jetzt ziehen wir mal den Basiseffekt ab und gucken, was dann übrig bleibt, etwa in den USA. Dann haben wir immer noch die mit Abstand höchste Inflation seit dem Jahr 1994. Und in den USA sind die Energiepreise ja noch gar nicht so stark gestiegen wie etwa in Europa. Das kommt also noch. Und jetzt dämmert es auch einigen Fed-Mitgliedern, wie etwa James Bullard, der gesagt hat, oh, die Inflation möglicherweise fällt ja gar nicht zurück auf unser Ziel von 2%. Sie wissen, die Fed hat ja das Ziel angehoben von unter 2% auf 2%. Und Ballard sagt auch, ja, also meine Business-Kontakte, die sagen mir, wir haben überhaupt keine Schwierigkeiten, die Preise anzuheben. Wir haben also Preissetzungsmacht, wenn man so will. Und das könnte die Mentalität, das Bewusstsein in Sachen Inflation verändern. Exakt, die Leute merken, wir sind in einem inflationären Zeitalter, in einem inflationären Jahrzehnt möglicherweise. Wir haben einen Game-Changer erlebt, und dementsprechend ist dieses lineare Fortschreiten dessen, was in der Vergangenheit und in der kürzlich
noch gewesenen Gegenwart der Fall war, das ist eben vorbei. Und damit hat der Markt große Schmerzen und damit haben wahrscheinlich auch viele, die dieses Video sehen, ein bisschen Schmerzen, weil sie sagen, wieso, buy the dip, das hat doch immer funktioniert, aber vielleicht funktioniert es diesmal nicht mehr, weil wir eben in einem anderen Umfeld sind. Das Umfeld hat sich gewandelt. Das ist natürlich schwer, das, naja, anzunehmen, das sozusagen zu akzeptieren. Wir sehen hier unten übrigens eine Umfrage unter Small Businesses, also unter kleineren Firmen in den USA und Kanada, sehen wir, dass 30% der Firmeninhaber erwarten, dass die Inflation 6% steigen wird demnächst. All das hinterlässt Spuren auch in den Charts. Wir sehen hier etwa oben den Nasdaq-Trendbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal. Nasdaq heute ja der schwächste Index, mit Abstand der schwächste Index in den USA. Und unten sehen wir den VIX, also die Vola, die bricht nach oben aus einem Abwärtstrendkanal. Wir sehen also Trendbrüche in den Charts und wir sehen Trendbrüche in der Mentalität und die einen sind schneller dabei, sich umzustellen, die anderen etwas langsamer. Und wir sehen auch, dass der Tech-Index Nasdaq 100, dass jetzt nur noch 59% über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist deutlich schlechter geworden. Also wir sehen, dass die Marktbreite schlechter wird, auch im Nasdaq. In den anderen Indizes war das ja schon lange der Fall. Seit April, Mai etwa ist es so, dass die normale Aktie, die Durchschnittsaktie eher fällt als steigt, während sozusagen die großen Tech-Werte es ja gewesen sind, die schweren, die marktkapitalisierten Tech-Werte gewesen sind, die den S&P weiter nach oben gezogen haben. Aber heute Facebook etwa minus 5%, weil WhatsApp teilweise ausgefallen ist, Facebook ausgefallen ist, aber die anderen Techs auch unter Druck. Amazon ist jetzt nicht mehr im Plus seit dem Jahresanfang und es trifft vor allem dann eben die nicht profitablen Tech-Unternehmen. Also jene Unternehmen, die dann gut laufen, wenn Geld nichts kostet, wenn einem das Geld hinterhergeschmissen wird und praktisch ein tolles Zukunftsmodell versprechen. Und wenn wir an nicht profitable Tech-Firmen denken, die hier etwa 4% verlieren heute in diesem von Goldman Sachs ermittelten Non-Profitable Tech Index, und dann denken wir an meine allerbeste Freundin Cathy Wood. Ich habe mir jetzt vor diesem Video nochmal, bevor ich das Video jetzt gemacht habe, nochmal ihr Video angeschaut, wie sie sagt, also ich denke, dass sozusagen jetzt wir vor einer Veränderung stehen, jetzt sehen wir bald Nachfrage nach Dienstleistungen, nicht nach Gütern, und das ist der fundamentale Irrtum, glaube ich, den Cathy Wood derzeit hat. Sie ist eine sehr religiöse Person, sie glaubt an ihre festgefahrene Struktur und sie sagt praktisch voraus, dass wir vor einem super deflationären Jahrhundert stehen geradezu und dementsprechend dann eben nicht profitable Tech-Unternehmen das Einzige sind, was wirklich gut sein kann. Möglich, dass das irgendwann kommt in den nächsten Jahrzehnten, aber in diesem Jahrzehnt vielleicht nicht mehr, und dann wird Cathy Wood möglicherweise nicht mehr am Markt sein, denn sie ist extrem gefährdet nach meiner Auffassung in einem solchen Umfeld. Wenn da nicht die Inflation deutlich zurückgeht, wenn nicht die Energiepreise jetzt bald kollabieren, dann wird sie mit ihrem ARK Innovation ganz, ganz große Probleme bekommen. Ich habe gerade mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, Spülmaschine, Waschmaschine etc., riesen Lieferzeiten. Wer jetzt etwas zu Weihnachten bestellen will im Bereich Tech, der sollte es jetzt tun, allerspätestens, sonst wird es nicht mehr kommen. Interessant auch zum Beispiel, wenn wir uns die Märkte mal anschauen, die US-Märkte jetzt hier, dann sehen wir, dass die Firmen, die höhere Arbeitskosten haben, dass deren Aktien besser laufen, erstaunlicherweise. Aber welche Firmen haben denn höhere Arbeitskosten? In der Regel ist es ja das produzierende Gewerbe, nicht der Dienstleistungssektor. Dementsprechend sehen wir eine Verschiebung bereits von Tech zu Value hin. Und das sehen wir auch hier zum Beispiel in dieser Grafik. In der letzten Woche hatten wir die stärkste Outperformance von Value-Aktien in Relation zu Growth-Aktien seit Mai. Das ist also wahrscheinlich jetzt etwas, was sich trendmäßig fortsetzen wird, solange wir eben in diesem inflationären, stagflationären Umfeld sind, in dem die Notenbanken im Grunde in einer völlig desperaten Situation sind. Sie sind all in gegangen, auch im eigenen Glauben an ihre Allmacht, aber irgendwann kommt eben die Aufklärung, das zeigt die Geschichte. Man ist zwar lange religiös, aber dann sieht man, oh, der Kaiser ist doch nackt, und dann schwindet der Glaube, und der Glaube ist ja nur ein bisschen bisher geschwunden. Da ist noch viel Arbeit zu leisten in Sachen Aufklärung, in Sachen Illumination in Richtung Notenbanken. Wir sehen, dass deren Prognosen schlecht sind, dass deren Prognosen falsch sind. Warum sollen sie alles im Griff haben? Das fragt sich natürlich hier. Wir sehen übrigens auch Dow Jones nur minus 5% unter dem Hoch, S&P 6%, Nasdaq 8%, Microsoft 9%, Google 11%, Apple 12%.
Facebook 15, Amazon 16. Wir sehen, dass die Tech-Werte hier Probleme haben und dann ganz am Schluss GameStop. Meine absolute Lieblings-Value-Aktie, gell? Da muss man schon genauer hinschauen. Jetzt kommen wir zu China, meine Damen und Herren. Ist ja auch eins der Themen, das derzeit am Markt ist. Wir sehen jetzt, der nächste Immobilienentwickler, Fantasia, hat eine heute fällige oder eine jetzt fällige Dollaranleihe nicht bedienen können. Es ist also nicht nur Evergrande. Jetzt hat Evergrande zum Beispiel, da wir gerade dabei sind, bestimmte Debt Obligations, die man an den Märkten hat, praktisch vom Markt genommen, was ein Zeichen dafür ist, dass wahrscheinlich eine Insolvenz nicht mehr allzu weit ist. Peking wird versuchen, sozusagen das, was irgendwie noch werthaltig ist, von Evergrande an andere Firmen verkaufen zu lassen, sodass da kein Dominoeffekt eintritt. Ob das gelingen kann, wird man sehen. Es ist jedenfalls die Hoffnung. Apropos Hoffnung und China und auch die USA, Spannungsfeld Taiwan. Sie haben mitgekriegt, dass da ja die Chinesen massive Flugbewegungen, Kampfflugzeuge in dem eigentlich neutralen Luftraum vor Taiwan, in der Straße von Taiwan hier geflogen sind. Taiwan ruft jetzt alle Verbündeten auf zu Hilfe, sagt, helft uns gegen diese Aggressionen. Und man sagt, die müssen das unbedingt stoppen jetzt, die Chinesen. Hu Xixin hatte ich heute Morgen ja als Tweet erwähnt, der sagt, also das ist eine Separatistenregierung, die früher oder später fallen wird. Taiwan heim ins Reich sozusagen. Die USA haben jetzt gesagt, dass die Aktionen der Chinesen das Risiko eines Unfalls, einer sozusagen Kettenreaktion in Gang setzen, die eigentlich gar nicht gewollt ist. Und vor allem Spannungsfeld Taiwan, nochmal, in Taiwan werden sehr, sehr viele Chips produziert. Vor allem auch die Chips, die in die USA verkauft werden. Wir haben im Grunde China und Taiwan haben etwa Produktion von 70-80% aller Chips weltweit. Dann kommt noch ein bisschen Südkorea und dann kommt lange gar nichts mehr. Wenn also jetzt Taiwan praktisch nicht mehr als zuverlässiger Lieferant für Chips auch in den Westen, vor allem in die USA, zur Verfügung stünde, dann hätten wir ganz andere Chipmängel. Nochmal vielleicht kurz in Sachen Inflation, Deflation. Hier sehen wir mal die Arbeitsbevölkerung in China bis zum Jahr 2015 ist die permanent gewachsen. Seitdem geht es bergab. Wir werden also immer weniger Menschen haben in China, die zwischen 20 und 59 Jahre alt sind und also arbeiten, aktiv im Arbeitsprozess sind. Wir haben davor ja eine deflationäre Phase erlebt, eben weil so viele Chinesen bereit standen, für billige Löhne zu arbeiten. Diese so zahlreichen Chinesen, die werden immer weniger. Und wenn das vorher deflationär war, nämlich dass es so viele arbeitswillige Chinesen gibt, die zu geringen Löhnen arbeiten wollen, so haben wir jetzt deutlich weniger, dann muss das inflationär sein, logischerweise. Also wir sehen auch hier von der demografischen Komponente, sehen wir Druck in Sachen Inflation. Und das Problem ist eben nicht, wie die Notenbanken, wie Mohammed Al-Erdin hier sagt, ja, die Nachfrage ist da, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist das Angebot, und das Angebot kommt nicht. Und deswegen müssen wir lange auf die Dinge warten. Warum, wieso, weshalb, haben wir schon öfter thematisiert. Ich habe Ihnen einen Artikel vorbereitet, den ich heute geschrieben habe. Inflation, Energiepreise explodieren, Notenbanken in der Falle, werde ich unter diesem Video verlinken. Genauso wie den Artikel von meinem Kollegen Wolfgang Müller, Aktienmärkte, setzt sich die September-Korrektur fort. Beides absolutes Pflichtprogramm, meine Damen und Herren. Da lasse ich nicht mit mir spaßen und reden. Werde ich unter das Video verlinken. Ich hoffe, Sie lesen das, und wir sehen uns dann morgen in alter Frische zum Videoausblick. Bis dann, Servus und Ciao.